Der Annapurna-Trek in Nepal ist weltberühmt. Die rund 210 Kilometer lange Strecke rund um das Annapurna-Massiv gilt als eine der schönsten und abwechslungsreichsten Trekkingrouten überhaupt. Der Wanderweg führt durch verschiedene Klimazonen bis auf einen 5400 Meter hohen Pass. Einzigartige Landschaften und Vegetationen wechseln sich ab. Die Temperaturen reichen von schwülwarm bis eiskalt. Auf der anspruchsvollen Route bieten sich immer wieder atemberaubende Panoramablicke auf schneebedeckte Gipfel von 6000 bis 8000 Metern Höhe. Besonders beeindruckend sind auch die dort lebenden Menschen, deren Frohsinn nichts zu trüben vermag. You are right, house. Nepal liegt zwischen Indien im Süden und China im Norden. Hier entstand vor rund 50 Millionen Jahren das höchste Gebirge der Welt, der Himalaya. Als die indische Landmasse gegen die eurasische Kontinentalplatte driftete, türmten sich Erde und Steine auf und Berge wuchsen in den Himmel. Und das tun sie bis heute. Das Annapurna-Massiv ist Heimat dutzender Riesen. Der Annapurna I mit über 8000 Metern Höhe ist der größte von ihnen. Doch obwohl er alle anderen überragt, ist er von der bekannten Trekkingroute aus nicht ein einziges Mal zu sehen. Weitere Achttausender wie der Daulagiri oder der Manaslu liegen außerhalb des Massivs, sind aber während der Tour gut zu sehen. Für die meisten Wanderer beginnt und endet der Annapurna-Trek in Nepals Hauptstadt, Kathmandu. Diese wunderbare Stadt mit ihren schneeweißen Tempeln und Klöstern muss man gesehen haben. Allerdings ist ein Aufenthalt von mehr als einem Tag nicht zu empfehlen. Die hohe Luftverschmutzung reizt die Atemwege. Die Trinkwasserqualität ist sehr schlecht. Zudem wird der Körper in dieser Region mit einer Vielzahl ungewohnter Bakterien konfrontiert. Alle notwendigen Impfungen sollten vor Antritt der Reise daher unbedingt aufgefrischt werden. Um Ansteckungen zu vermeiden, gibt es in Kathmandu außerdem an jeder Straßenecke Desinfektionsmittel. Falls es einen doch mal erwischt, ist eine gut ausgestattete Reiseapotheke unerlässlich. In den ersten Tagen der Tour weist der Manaslu den Weg. Der Achttausender thront über den grünen Tälern, in denen reichlich Wasser aus den Bergen zusammenläuft. Die zahlreichen Flussläufe werden von verwegenen Hängebrücke-Konstruktionen überspannt. Und rechts und links stürzen Wasserfälle von den Felswänden senkrecht in die Tiefe. Der Startpunkt des Annapurna-Rundwegs liegt auf einer Höhe von 800 Metern.
Parallel zur Route verläuft eine mehr oder weniger befestigte Straße. Der Schotterweg, der die Wanderstrecke immer mal wieder kreuzt, ist mit Schlaglöchern übersät und deshalb auch mit Fahrzeugen nur schwer zu bewältigen. Falls man stecken bleibt, kann man sich ja per Handy Hilfe holen. So unkomfortabel die Straße ist, der Empfang ist hier prima. Die Straße erspart sicherlich einige der ersten Tagesetappen. Trotzdem sollte man sich mindestens 3 Wochen Zeit nehmen. Zum einen, um das Abenteuer an Annapurna-Trek richtig erleben zu können. Zum anderen braucht man ausreichend Zeit für die Akklimatisierung in großen Höhen. Idealerweise bereist man Nepal im Vormonsun oder nach Monsun, also vor der Regenzeit von März bis Mitte Mai oder nach der Regenzeit von Oktober bis November. Nach dem Monsun und vor den ersten Schneefällen im Dezember ist die Sicht besonders klar. Der Regen hat die Luft reingewaschen und der Blick auf Täler und Gipfel ist frei. Allerdings hat sich dieser Umstand schnell herumgesprochen und die Touristenströme sind in dieser Zeit am größten. Im Vormonsun ist es etwas wärmer und die Besucherzahlen sind deutlich geringer. Leider kann in dieser Zeit jedoch starke Wolkenbildung das Panorama trüben. Entlang des Annapurna-Treks gibt es zahlreiche Siedlungen und Dörfer. Überall besteht die Möglichkeit, äußerst preiswert für 1 bis 2 Euro pro Person in sogenannten Lodges oder Teahouses zu übernachten. Oftmals stehen die Besitzer am Straßenrand und preisen ihre Unterkünfte lautstark an. Bei den Übernachtungsmöglichkeiten handelt es sich meistens um sehr einfache Zweibettzimmer mit Toilette auf dem Gang oder im Hof. Die sehr günstige Übernachtung schließt Frühstück und Abendessen mit ein. Zwangsweise. Der Tag beginnt mit Tee und Ziegen. Ja, super. Die Mahlzeiten kosten extra. Und isst man woanders oder verschwindet man vor dem Weitermarsch ohne das Morgenmahl im Speisesaal, droht richtig Ärger. Denn mit dem Essen verdienen die Besitzer das eigentliche Geld. Genauso wichtig wie viel trinken ist die Verpflegung während der Tour. Bei derartiger Anstrengung verlangt der Körper viel Kohlenhydrate und Proteine. Die nepalesische Küche hat da prinzipiell wenig zu bieten, dafür aber in vielen Varianten. Die Zutaten für das tägliche Brot sind letztlich immer die gleichen, nur unterschiedlich kombiniert und gewürzt. Ein Traum aus dem Gemüsegarten. Pommes. Tada! Man weiß nicht, was drin ist, aber schmeckt bestimmt lecker. Mit Ketchup geht's notfalls. Ihr Nationalgericht, den Dal Bhat, essen die Nepalesen bis zu 3-mal am Tag. Und zwar mit den Fingern. Dal Bhat besteht aus einem Berg Reis mit Linsensoße, Gemüsecurry und Kartoffelcurry. Es ist das einzige Gericht hier, bei dem es ohne Ende Nachschlag zu geben scheint. Dazu werden allerlei Suppen gereicht, zum Beispiel auch eine spezielle Knoblauchsuppe, die besonders gut bei der Akklimatisierung helfen soll. In der Annapurna-Region werden auch Äpfel angebaut, die man frisch geerntet, getrocknet oder manchmal sogar in einer Art Apfelstrudel genießen kann. Zum Frühstück gibt es Müsli oder Getreidebrei mit heißer Milch, teilweise mit hineingeschnittenen Äpfeln. Auch verschiedene Arten von Pfannkuchen werden hier angeboten und sogar ein selbstgebackenes Brot. Das entspricht jedoch nicht unbedingt den deutschen Erwartungen. Wie selbstverständlich gibt es hier sogar Bier, die üblichen Softdrinks und Süßigkeiten. Der Preis für alle Lebensmittel steigt mit den Transportkosten. Je höher man kommt, desto teurer wird's. Beim täglichen Wandern kann man oft sehen, wie Träger oder Esel den Nachschub sicherstellen. In jedem Dorf finden sich kleine Kramläden mit englischen Büchern, Snacks und Süßigkeiten sowie eine Vielzahl von handgemachten
oder aus China importierten Kleidungs- und Ausrüstungsgegenständen. Beim nächsten Laden brauche ich auf jeden Fall ein Kamm. Oh, thank you. Okay, I take this. Für viele Nepalesen ist es ein einträgliches Geschäft, in der Tourismussaison als Träger zu arbeiten. Sie schleppen die Nahrungsmittel hoch zu den Lodges oder das Gepäck und die Ausrüstung der Touristen. In der restlichen Zeit des Jahres sind sie zu Hause bei ihren Familien und kümmern sich um die Landwirtschaft. Der Begriff Sherpa steht übrigens nicht pauschal für Menschen, die schwere Lasten tragen, sondern ist eigentlich die Bezeichnung für eine ethnische Gruppe, die in der Everest-Region lebt. Da sie seit Generationen schwere Lasten, meist nur mit einem Band über dem Kopf, steil bergauf und bergab schleppen, haben diese Menschen besonders starke Nacken- und Beinmuskeln entwickelt. Forschungen haben ergeben, dass in ihrem Gehirn weitaus mehr Zellen an der Verarbeitung von Informationen aus dem Fußbereich beteiligt sind, als bei anderen Menschen. Die Lasten, die sie tragen können, Männer wie Frauen, sind unglaublich. Immer wieder haben Träger einen schwer höhenkranken Touristen Huckepack genommen und sind im Dunkel der Nacht mit ihm bergab gelaufen, um ihm das Leben zu retten. Oft laufen sie dabei mit all ihren Lasten nur in erbärmlichen Gummilatschen. Ein Träger kostet bei Selbstbuchung $15 pro Tag. Man ist dann quasi Arbeitgeber und somit für dessen Kleidung und Gesundheit verantwortlich. Oft kommt es vor, dass die Träger für die großen Höhen und kalten Temperaturen nicht ausreichend gekleidet sind, geschweige denn Handschuhe oder Sonnenbrillen besitzen. Hier muss dann der Tourist einspringen und in einem der Bekleidungsläden, die es in vielen Dörfern gibt, wenigstens halbwegs vernünftige Bekleidung für seinen Träger kaufen. Auch sind die Einheimischen nicht automatisch immun gegen Höhenkrankheit oder sonstige Krankheiten, weshalb man auch eine Versicherung abschließen sollte, die im Fall des Falles auch für den eigenen Träger sorgt und eine Rettung per Hubschrauber beinhaltet. Komm wieder eben. Viele Träger preisen ihre Dienste unterwegs am Straßenrand an. Eine kurzfristige Anstellung für die ein oder andere Etappe kann da sehr hilfreich sein. Allerdings sind solche Träger auch schon mal mit dem gesamten Gepäck davongelaufen. Am besten organisiert man dies vorher, über eine renommierte Trekkingagentur. Die täglichen Wanderungen durch die Dörfer gleichen dem Gang durch ein Freilichtmuseum. Die Menschen leben hier vom Land. Ihre Felder liegen direkt vor der Haustür und sie leben einträchtig mit ihren Nutztieren zusammen. Allen voran Ziegen, Hühner und Büffel. Sehr schön. Die Zutaten für die Mahlzeiten kommen in der Regel direkt vom Garten auf den Tisch. Der Großteil der Nepalesen sind Hindus. Schließlich war Nepal lange Zeit ein hinduistisches Königreich und pflegt mit Indien eine offene Grenze und eine sehr enge Beziehung. Der Anteil der Buddhisten ist deutlich geringer und ist zumeist erst in den höheren, unwirtlicheren und nördlicheren Teilen des Landes anzutreffen. Auf dem Dach der Welt, ganz nahe der Erleuchtung also, ist der Buddhismus in Nepal allgegenwärtig. Immer wieder sind kleine Klöster zu sehen. Thank you.
Das Drehen der Gebetsmühlen im Vorbeigehen ist wie das Aufsagen der Mantras gegen schlechtes Karma. Die Steinwelle mit eingravierten Gebeten und Mantras sollte man übrigens immer auf der linken Seite passieren. Die bunten Gebetsflaggen vielerorts sollen die Gebete und Mantras hinaus in den Wind tragen, bis sie völlig ausgeblichen sind. Nach buddhistischem Glauben sorgt das Drehen der Gebetsmühlen oder das Setzen der Gebetsflaggen beziehungsweise sorgen alle hingebungsvollen Handlungen im Zusammenhang mit der Religion für ein glücklicheres Leben. Ihrem Glück helfen die Nepalesen aber nicht nur durch die Ausübung ihrer Religion auf die Sprünge. Die Nepalesen sind grundsätzlich ein sehr sympathisches, lockeres, nettes und gutmütiges Volk. Sie scheinen grundzufrieden zu sein. Ihren Spaß und die gute Laune beweisen sie zudem regelmäßig bei Feierlichkeiten wie den Reiterfestspielen, die vor dem Einbruch des Winters abgehalten werden. Bei diesem Wettstreit geht es darum, in vollem Galopp Tücher vom Boden aufzuheben. Aber auch, wie überall auf der Welt, um das Sehen und Gesehen werden. Ganz viel gelacht wird auch bei den traditionellen Würfelspielen am Straßenrand. Und im Land der größten Berge gibt es natürlich auch die größten Würfelbecher. Obwohl der Weg wirklich einfach zu finden und für nepalesische Verhältnisse gut ausgeschildert ist und es reichlich Kartenmaterial gibt, macht es trotzdem Sinn, sich einen Führer zu engagieren. Vor allem, wenn man zum ersten Mal in diesem Land ist. Dadurch hat man täglich nette einheimische Begleitung und erfährt noch mehr über Land und Leute und das Leben der Menschen hier. Allerdings sollte der Führer über eine vertrauenswürdige Trekkingagentur vorab gebucht werden. Die Einheimischen arbeiten gerne als Führer. So müssen sie nicht daheim bei der Familie auf dem Feld arbeiten, haben Kontakt mit interessanten Menschen aus aller Welt und können die Nachmittage und Abende beim Gespräch und Kartenspiel mit ihren Freunden verbringen. Allerdings bedeutet dies häufig auch, dass sich die täglichen Aufbruchszeiten und die Dauer der Tagesetappen eher nach den Launen der Führer als nach den tatsächlichen Erfordernissen richten. Neben der unglaublich schönen Landschaft liegt ein weiterer Reiz des Trekkings darin, Bekanntschaft mit Menschen aus allen Teilen der Welt schließen zu können. Bei Mittagspausen während der Tour und abendlicher Einkehr in den Lodges trifft man immer englischsprachige Wanderer aller Altersklassen. Oft hat man auch für viele Tage hintereinander das gleiche Wanderpensum und dieselben Etappenziele. Die ersten Tage der Wanderung in noch geringer Höhe bei subtropischem Klima lassen sich gut in T-Shirt und kurzen oder sehr dünnen Hosen absolvieren. Mit zunehmender Höhe ist das Zwiebelprinzip angesagt. Mehrere Kleidungsschichten, die man je nach Bedarf an- und ausziehen kann, schützen effektiv vor Wind und Kälte. Zu empfehlen sind lange Fließwäsche und oder lange Merino-Unterwäsche und auf jeden Fall eine wind- und wasserdichte Funktionsjacke. Dazu eine zweite Wanderhose, die etwas dicker und wärmer sein darf.
Ob man für die Tage über 4000 Meter auf eine Daunenjacke oder weitere Lagen aus Vlies oder Softshell setzt, bleibt jedem selbst überlassen. Zwei Kopfbedeckungen gehören auf jeden Fall auf die Ausrüstungsliste. Ein Hut als Sonnenschutz für die ersten Tage der Wanderung und eine warme Mütze für die Abende und die kalten Tage. Eine anständige Sonnenbrille und Sonnencreme mit hohem Schutzfaktor sind ebenso wichtig wie eine Lippenschutzcreme, die man spätestens in der kalten, trockenen Luft hoch oben sehr zu schätzen weiß. Das Landschaftsbild ändert sich abrupt, sobald man die 3000er Marke überschritten hat. Ab hier machen sich die Pflanzen immer rarer. Fels und Geröll bestimmen das Bild der nun folgenden Tagesetappen. Alles überragend, im wahrsten Sinne des Wortes, sind die schneebedeckten Gipfel des Annapurna-Massivs, die man in dieser Höhenlage besonders gut sehen kann. Um das Panorama noch besser genießen zu können, lohnt sich hier eine Extratour, ein Stück hochwärts über den nördlichen Gebirgskamm anstatt der direkten Route nach Manang. Auf dem Höhenweg, für den man zwei Tagesetappen einplanen muss, liegen zudem zwei kleine, urtümliche Dörfer, die unbedingt eine längere Verschnaufpause wert sind. Hier oben machen wir auch Bekanntschaft mit einheimischen Wildtieren. Das sogenannte Blauschaf bewegt sich völlig unbeschwert in den schwindelerregenden Höhen und findet selbst an den spitzesten Steinen immer sicheren Halt. Angst hat es nur vor dem Schneeleoparden. Leider ist der grazile Jäger ziemlich kamerascheu, weshalb er lieber im Verborgenen bleibt. Sicherlich weniger fotogen, aber dafür mit stoischer Ruhe fürs Posieren ausgestattet, sind die Yaks. Die zotteligen Rindviecher sind die Nutztiere der Region und werden von den Einheimischen hauptsächlich als Lastentiere eingesetzt. Durch ihr dickes Fell, wegen der Kälte und die große Menge an roten Blutkörperchen für den besseren Sauerstofftransport sind sie perfekt an das Leben im Hochgebirge angepasst und fühlen sich erst ab einer Höhe von 3000 Metern so richtig pudelwohl. Füße und Beine müssen bei der Wanderung rund um das Annapurna-Massiv den Löwenanteil leisten. Hochwertiges Schuhwerk ist deshalb unerlässlich. Die Wanderstiefel sollten vor Antritt der mehrwöchigen Wanderung gut eingelaufen sein. Mit nagelneuen Schuhen zu starten, ist eine ganz schlechte Idee. Der frühzeitige Abbruch wegen Fußschmerzen und Wunden droht. Auch sollten die Wanderschuhe nicht zu alt sein, schließlich werden sie auf der Reise ganz schön strapaziert. Schon so manch einer hat seine Sohlen mitten im Gebirge verloren, wenn die Kunststoffschichten zwischen Sohle und Schuh porös werden und sich auflösen. Wanderstöcke zur Stütze, gerade beim Abstieg und wenn man sein Gepäck selbst trägt, sind ebenfalls sehr empfehlenswert. Sie helfen zudem, Kraft zu sparen und erleichtern das Gehen in einem konstanten Rhythmus. Ein ebenfalls wichtiges Utensil für die Reise ist die Stirnlampe. Denn anders als in der modernen Zivilisation ist es hier nach Sonnenuntergang stockdunkel. In fast jedem Ort gibt es Shops, in denen man sich mit allerlei Kleidung, Snacks und Ausrüstungsgegenständen versorgen kann. Preise und Qualität können aber stark schwanken. Deshalb ist es ratsam, sich für die gesamte Dauer des Treks zuvor in Kathmandu mit ausreichend Bargeld einzudecken. Bei unserer Reise sind wir mit einem täglichen Budget von 20 bis 30 Euro pro Person ausgekommen. Manang liegt in etwa 3500 Metern Höhe und ist der größte Ort dieser Region.
Hier gibt es einen Flugplatz und eine mit westlichen Ärzten besetzte medizinische Versorgungsstation, in der auch täglich Informationsveranstaltungen zum Thema Höhenkrankheit angeboten werden. In Manang haben Wanderer außerdem zum letzten Mal die Möglichkeit, Equipment und Kleidung nachzurüsten und sich günstig mit Lebensmitteln zu versorgen. Denn mit zunehmender Höhe steigen auch die Preise. Mindestens einen Tag zum Akklimatisieren sollte man hier einplanen und diesen beispielsweise für einen Spaziergang hinauf zur 4000er-Marke nutzen. Die kommenden 3 bis 4 Tagesetappen führen hinauf zum 5400 Meter hohen Torong La Pass. Dort oben regiert die Einöde. Nur noch Stein, weit und breit. Deshalb lohnt es sich, von den Hauptwanderwegen abzuweichen und beispielsweise einen Abstecher in Richtung Tilichu Peak, einem 7000er, zu machen. Am intensivsten muss man sich bei Wanderungen über 3000 Metern aber mit dem Thema Höhenkrankheit auseinandersetzen. Bei zu schnellem Aufstieg kann sich der Körper nicht akklimatisieren. Lebensbedrohliche Flüssigkeitsansammlungen in der Lunge und im Gehirn, sogenannte Ödeme, können die Folge sein. Viele Touristen haben ihr Leben verloren, weil sie die Warnsignale des Körpers wie Kopfschmerzen, Übelkeit und Schwindelgefühle ignoriert hatten oder nicht erkannten. Um sich bei längerem Höhentrekking ausreichend zu akklimatisieren, sollte man nach dem Überschreiten der 2000-Meter-Marke immer mindestens 3 bis 4 Nächte die Höhe der Nachtlager kontinuierlich um ca. 300 Höhenmeter pro Nacht steigern, bevor man die nächste 1000er-Marke überschreitet. Dabei ist es hilfreich, tagsüber in größeren Höhen zu wandern und abends auf einen tieferen Schlafplatz hinabzusteigen. Wenn Anzeichen von Höhenkrankheit auftreten, sollte man so schnell wie möglich wieder auf geringere Höhen hinabsteigen und dort bleiben, bis die Symptome abklingen. Auf keinen Fall sollte man oben bleiben oder gar höher gehen. Sehr wichtig während der Tour ist auch die ausreichende Flüssigkeitszusichnahme. Allein beim Atmen in der trockenen und kalten Höhenluft verliert der Körper viel Flüssigkeit. Hinzu kommt die immense körperliche Anstrengung. Mindestens 3 bis 4 Liter am Tag sind deshalb dringend zu empfehlen. Dabei sollte man auf Alkohol- oder koffeinhaltige Getränke verzichten. Wird man dennoch höhenkrank und sogar ein Abtransport mit Hubschrauber notwendig, ist es von Vorteil, mit einer entsprechenden Versicherung vorgesorgt zu haben. An dieser Stelle sei gewarnt. Regelmäßig werden hier Touristen von der Höhenkrankheit befallen, teilweise mit dramatischen Folgen. Nur wer gut akklimatisiert ist, seinen Körper kennt und einschätzen kann, sollte sich auf den beschwerlichen Weg machen. Die Gefahr der Überlastung ist sehr groß. Für die Tagesetappe auf dem Torong La Pass gibt es 2 mögliche Ausgangspunkte. Torong Pedi, 2 Lodges auf 4500 Metern Höhe oder High Camp auf 4800 Metern Höhe. Für eine Übernachtung hier sollte man allerdings sehr gut akklimatisiert sein. Denn hier wird es in der Nacht eiskalt. Zu bedenken ist auch, dass die Preise für Speisen im Vergleich zu den tiefer gelegenen Stationen sehr hoch sind. Während viele nepalesische Führer gerne sehr früh aufbrechen, wandern wir erst bei Tageslicht am nächsten Morgen los. Ein nicht enden wollender Marsch über Steinwüsten liegt uns nun bevor. Doch der herrliche Anblick der umliegenden 6000er Gipfel macht die Strapazen schnell vergessen.
Wer den 5400 Meter hohen Pass erreicht hat, darf zu Recht stolz auf sich sein. Gebetsflaggen flattern fröhlich im Wind und heißen uns müden Wanderer willkommen. Wir feiern die Ankunft an unserem Etappenziel und schießen unzählige Erinnerungsfotos. Danach folgt ein Abstieg von nicht weniger als 1700 Höhenmetern. Glücklich schätzen können sich jetzt all jene, die Wanderstöcke zum Abstützen dabei haben. Denn die Belastung für die Knie bergab ist immens. Schließlich erreichen wir Muktinath. Hier in 3700 Metern Höhe sind die Sonnenstrahlen wieder wärmend und wir freuen uns auf eine heiße Dusche. Auch die Speisekarte ist nun wieder abwechslungsreicher und die Preise für Essen und Trinken freundlicher. Bleibt etwas Geld übrig für Souvenirs. Von Kleidung über Sonnenschirme bis hin zu Fossilien wird einem hier alles geboten. Box. This part, this. Neben den kulturellen Eindrücken genießen wir die phänomenale Sicht auf den Daulagiri. Und die Bilder von dem 8000er und rund um Muktinath brennen sich unvergesslich in unser Gedächtnis ein. Für mich war es der vierte Nepal-Trip. Ich konnte mich also völlig auf das Filmen konzentrieren. Und man merkt schon, dass der Annapurna-Trek sich in 5,5 Jahren doch stark verändert hat. Es macht zum Beispiel überhaupt keinen Sinn mehr, von Muktinath über Jomsom weiterzuwandern. Aber wir können natürlich auch nicht erwarten, dass die Einheimischen wegen uns in der Steinzeit stehen bleiben. Aber es gibt natürlich auch sehr viele schöne neue Aspekte. Zum Beispiel können wir jetzt eine tolle Mountainbike-Tour unternehmen. In Muktinath treffen wir auf Jurian, einen Belgier, der zusammen mit einem Nepalesen namens Tenzing während der Saisonmonate hier einen Mountainbike-Verleih betreibt. Die neu gebaute Schotterpiste macht das Wandern für die nächsten Tagesetappen nicht sonderlich attraktiv. Eine Weiterfahrt mit dem Jeep zum Flughafen von Jomsom ist eine wackelige und teure Angelegenheit. Also entschließen wir uns, mit den Mountainbikes zu den heißen Quellen von Tatopani zu fahren. Die Abfahrt dauert 2 Tage und strapaziert Mensch und Rad gleichermaßen. Viele Schlaglöcher und Unebenheiten und zum Teil steiles Gefälle beanspruchen vor allem die Unterarme und das Sitzfleisch. Auch die Bremsbeläge der Mountainbikes laufen extrem heiß. Crazy, crazy. Wahnsinn, echt. Der Lohn für die Strapazen ist das tolle Bergpanorama. Die Mountainbike-Tour durch die grandiose Landschaft ist einfach unglaublich. Alles in allem haben erfahrene und routinierte Geländefahrer hier sicherlich den meisten Spaß. Wir fallen gar nicht auf, ne? Wenn man so einen tollen Trip mal erlebt, dann sehnt man sich zum einen wieder nach der Heimat zurück, aber zum anderen träumt man auch noch sehr lange von diesem wunderbaren Land und von den Bergen. Für mich war es das erste Mal in Nepal und ich wusste gar nicht, was eigentlich so auf mich zukommt. Ich habe einfach den großen Rucksack gepackt und legte los. Und das, was ich dann 4 Wochen lang erlebte, das war etwas ganz Besonderes. Das war eine ganz persönliche, tolle Erfahrung, die man selber macht mit sich, mit seinem Körper, mit dem wunderbaren Land und den Menschen, die dort leben. Und ich zehre bis zum heutigen Tag noch immer von dieser Reise. Ja,
Jim holt mir hier so ein Babypulver im Ei. Man durchläuft verschiedene Klimazonen, stets ist hier ein Wandel an der Vegetation, die Bäume verändern sich, sogar die Tiere verändern sich. Also von daher sind es wirklich jeden Tag wieder neue tolle Aspekte, die man hier in sich aufsaugt und diese wunderbare Traumreise genießen kann. Fine, but the banana I write nothing after him. Even down. Hi, namaste. Also zu den Temperaturen in Nepal, da muss ich natürlich auch noch mal was sagen. Es ist unglaublich, wie stark die Schwankungen sind. Auf der einen Seite tropisch heiß und schwül mit kurzer Hose und nachts, insbesondere weiter oben, wird es richtig, richtig kalt. Also man mummelt sich ein in die dicke Mütze, in die Skijacke und trotzdem hat man das Gefühl, ich brauche irgendwie noch eine Schicht zusätzlich. Okay. Aber man kann ja gut vorbeugen mit viel Tee und Knoblauchsuppe, die von innen wunderbar vorwärmen. Und die guten Schlafsäcke, die man letztendlich auch überall in Nepal direkt kaufen kann, tun ihr Übriges, dass man dann doch irgendwo auch ohne Erkältung gut durch diesen Track durchkommt. Von den heißen Quellen Tatopanis geht es für uns abenteuerlich weiter. Rund 3 Stunden fahren wir mit einem klapprigen Taxi, bei dessen Reifen von Profil kaum die Rede sein kann über Stock und Stein, dass es nur so kracht. Links und rechts blicken wir dauernd in den Abgrund und sind heilfroh, als wir den nächsten großen Busbahnhof erreichen. Eine Busfahrt in diesem Teil der Welt gehört zu den Dingen, die man unbedingt erlebt haben sollte. Es lässt sich aber ohnehin nicht vermeiden. Man wird ordentlich durchgeschüttelt und erhält während der Snackpause noch einmal die Gelegenheit, mehr über Land und Leute zu erfahren.
Surprise, surprise. Fahrt endet schließlich in der Stadt Pokhara. Interessierte können hier im Meditationszentrum einen dreitägigen Einführungskurs in Meditationstechniken absolvieren. First thing is, what is meditation? Oder einfach im Stadtteil am See noch ein paar Tage entspannen, bevor es über Kathmandu zurück nach Hause geht.